Hallo Leute, ja, wir sind hier in Avorion und da würde ich mal sagen, bin ich schon weiter vorgeflogen hier zum Ausrüstungsdock, was hier im Sektor war. Und da können wir jetzt mal was einkaufen, gucken wir da gleich mal rein nach dem Logo und wenn wir auf dem Großbildschirm sind, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal hier rein. Waffen. Und dann gibt es hier einen R-Bergbau-Laser. Der ist Titan, aber ich glaube, den kaufen wir trotzdem, oder? Nee, das bringt uns ja gar nichts, weil Titan, das ist ja dann der nächsthöhere, ist ja gerade mal wahrscheinlich Naonit, wenn überhaupt, ne? Nee, ist noch nicht mal, noch ist Naonit nach Titan. Ja, ist schön nice to have, aber sonst auch nichts, ne? Und hier sieht es jetzt bestimmt auch nicht gerade so rosig aus. Also, es bringt gar nichts hier, was zu machen. Gut, das bedeutet, wir schauen mal zu, dass wir hier wieder wegkommen und Richtung Zentrum kommen mehr. Und zwar, hier gibt es noch so eine Koordinate, die fliegen wir doch mal an. Ich hatte schon nach Ausrüstungsdock gesucht, wie ihr gesehen habt. Wo muss ich denn jetzt hin, dass ich springen kann? Okay, da. Dann fliegen wir mal zum Springen dahin. Und dann hüpfen wir mal ein Stück weiter und dann hüpfen wir noch ein Stück weiter und dann gucken wir mal, wie sich da Ausrüstungsdocks machen. Aber da müssen wir erstmal ein ganzes Stück für weiter, meines Erachtens, ne? Also hier ist wieder so ein Punkt. Aber ja, wir müssten eigentlich hier hinspringen, weil da können wir ein ganzes Stück dann nach voran kommen, ne? Ja, leider sehe ich jetzt nicht, wo es hingeht, die Reise dann da. Aber in diesem Gebiet, da sind wir mit großen Sprüngen schon mal unterwegs. Das heißt, definitiv müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie vorbeikommen, ne? Aber so wie das aussieht, müsste das hier eigentlich unsere Koordinate sein und dann können wir hier über den Riss springen. Schauen wir mal, ne, oder? Okay, Systeme müssen noch abkühlen. Das ist auch gerade nicht das Bringer am Schiff, ne? Ja, kriegen wir auch noch hin. So, zack. Und dann gucken wir mal. Ah, leider war dem wohl nicht so, dass man darüber springen kann, ne? Das ist wahrscheinlich hier von der alten Karte oder was. Aber warte mal, hier wird angezeigt, dass ich vielleicht doch darüber komme, ne? Okay, hier ist jetzt ein altes Tor. Und da muss ich hin. Ja, mal gucken, ob der Sprung über den Riss geht. Aber es sieht ganz danach aus, ne? Ist wahrscheinlich hier eine Abaurion-Geschichte drin zum Springen, ne? Dann geht das, oder wie war das? Müssen wir mal schauen. Gut. Kommen wir über den Riss. Ja, sieht tatsächlich so aus, dass wir über den Riss gekommen sind, ne? So, das bedeutet, wir springen mal in diese Richtung weiter, um dass wir da oder dahin kommen, ne? Doch, hier könnte ich auch hinspringen, ne? Machen wir das doch mal. Da geht die Reise hin. Wollte gerade sagen, muss er nicht abkühlen? Doch, er muss abkühlen, aber geht schnell, ne? Uniding Blackness 2 heißt dieses Feld. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Diesen Sektor. Zack, weitergesprungen. Schauen wir mal, was wir herumkommen, ne? So, jetzt können wir hier mal gerade reinschauen. Waffenfabrik. Okay, Zulieferer. Munitionsfabrik. Ja, ich habe immer noch keine eigene Waffe gebaut. So leid es mir tut, Thomas. Wo ist es? Da lang. Das war falsch. Ne, das war richtig. Und dann noch da. Und dann da. Aber so generatormäßig geht es eigentlich da unten, ne? Und akkumäßig ist es wohl ganz bombastisch, denn der wird überhaupt nicht leer. Der geht minimal darunter. Also wir haben einen riesen Akku hier wohl drin. Ja. Und Jump. So, dann sind wir wieder einen Sektor weiter. Ja, jetzt müssen wir nochmal darüber. Machen wir mal dahin. Richtung dieser Sonne ist unser Sprungsektor.
Und zack, geht. Und hier sind ein paar Böse. Dann müssen wir noch mal weiterspringen. Aber die sagen auch nichts. Hier steht auch nicht, dass wir schwach sind, ne? Gucken wir mal, dass wir da durchkommen. Ja, da kam noch ein blöder Spruch gerade. Irgendwas mit Holunderbeere steht da unten. Deine Mutter war ein Hamster und dein Vater eine noch Vater noch nach, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht mehr gelesen. So, hier ist nichts Besonderes. So, und jetzt müssen wir gerade gucken. Das ist ein kurzer Sprung, das ist ein langer Sprung. Dann nehmen wir erst den langen Sprung, also müssen wir dahin. Oder? Ja, das ist der Sprung, den wir haben möchten. Also hier ist das Zielsektor zu diesem Wurmloch, ne? So, einmal dahin und dann schauen. Da hinten sind Asteroiden, aber ich glaube, wir springen vorher, oder? Sonst haben wir ein Problem. Ah, wir springen nicht vorher. Sind aber gut vorbeigekommen. So, jetzt lädt er auf. So, und da ist das entscheidende Wurmloch, wo wir durch wollen, ne? Und der kühlt noch ab. Aber ist egal, wir wollen ja sowieso nur schnell da durchfliegen. Da brauchen wir ja nicht den Hyperraumantrieb, da springen wir ja so durch. Zack. Oh, das ging aber schnell, dass der uns zeigt, wo wir sind. So. Und hier ist oben schon der Alarm an und das sagt uns, das Schiff ist schwach verglichen zu anderen Schiffen. Und Ausrüstungsdock, oh, das, so heißt es, Ausrüstungsdock. Das heißt, wir fliegen mal dahin, nehmen mal irgendwie so einen blinkenden Blips hier mit. Da müssen wir hin, okay. Jetzt geht der Hyperraumantrieb sofort, weil wir den gerade nicht genutzt haben. Und Jump. Läuft, ne? Und hier gibt es nur eine Schiffswerft. Und ein paar Kreuzer. Und nach Norden, ne, nirgendwo hin geht es hier, okay. Dann fliegen wir da jetzt als nächstes hin. Dann müssen wir diesmal abkühlen. Aber das geht ja flott, ne? Und jetzt geht der Antrieb schon vollgeladen. Und top. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo hier das Ausrüstungsdock ist. Auch gar nicht weit weg. Dann fliege ich gerade erst hin zum Andocken und wenn was Tolles dabei ist, können wir es gleich kaufen. Okay, das war ein bisschen zu schnell geflogen wahrscheinlich. Einmal Vollbremsung jetzt. Ja, das Dock ist am nächsten, glaube ich. Und Traktorstrahl. Oh, ist schon gedockt. So, Ausrüstung handeln. Kanonen. Ah, die haben ja schon Xanion. Das ist ja schon mal gut, denke ich mal, ne? Aber wir können tatsächlich wegen der schlechten Beziehung das hier noch nicht kaufen. Dafür braucht man ausgezeichnet, ne? Welche Fraktion ist das denn hier? Die Oikos Republik. Dann lass uns doch mal gerade kurz reinschauen. Ne, das war falsch. P ist richtig. Wie weit ist denn das mit der Oikos? Oh, die sind ja fast schon da. 80 brauchen wir und wir haben 77. Müssten wir was verkaufen und kaufen, dann wird das klappen, ne? Lass uns das Ding aber nochmal angucken. Ob sich das dafür lohnt. Tech 34, DPS 62,8, Schaden 77,8. Splitter, Raumjäger, Torpedo, das ist ein Abwehrding, okay. Abwrackgeschützturm brauchen wir jetzt nicht. Ja, diese beiden wären noch okay von Material her mäßig. Kann auch DPS ordentlich machen und dieser hier, der hier, der wäre schon okay, den können wir auch so kaufen, ne?
Was haben wir hier noch? Okay. Ich glaube, das war es erst. Abwracker brauchen wir nicht. Und Bergbauer gibt es hier nicht. Hier nochmal gerade rein. Aufdeckende RF-Überraumverstärker Subsysteme. Okay. Autogeschützkontrollsystem plus 3. Autogeschütz-Slots auch nochmal 3 dazu. Und das Ganze für 131 kaufen wir. Ah, gibt es hier nochmal. Auch 3, 3, ne? Kostet 50.000 mehr oder ein bisschen mehr wie 50.000 mehr. Was können wir denn hier mit dem Schiff noch einbauen? Nix. Da müssen wir es erst größer für machen. Ah, Beschleunigungsantriebsbooster, der war derjenige, der uns über den Riss gebracht hat, wahrscheinlich. So, Schiffswerft, Handelsposten, Ressourcendepot. Wir müssen jetzt zum Handelsposten, um dann vielleicht die Dingens hochzukriegen. Sag schon, die Reputation oder was es auch immer ist. Wo zeigt der Handelsposten? Da ist der Handelsposten. Kommen wir da so hin? Sieht gut aus, oder? Fliegen wir da gerade vorbei. Okay, ein bisschen die Asteroiden hier umfliegen. Und da ist es schon. So, bei 10 lassen wir mal los. Und hoffen, dass das dann einigermaßen klappt hier mit der Bremse. Okay, 10, wir müssen bei 11 sowas bremsen oder 12. So, und jetzt schnell den Traktorstrahl angeschmissen, dann passt's, ne? Ja. So, Lizenz für besondere Güter, Güter handeln. Aber wir haben keine Kohle mehr, so ein Shit. Das ist natürlich schlecht, ne? Geladen haben wir auch nichts. Ja, das heißt, wir müssten erstmal ein Ressourcendepot aufsuchen, um was zu verkaufen, ne? Gibt's hier eins? Ja. Wo ist das? Da hinten. Ist es doch, ne? Ja. Okay, dann verticken wir erst am Ressourcendepot was. Oder geht das auch ohne? Weiß ich jetzt gar nicht. Ressourcen handeln, verkaufen. Vorrat haben die das. Wie viel haben wir? 9000. Gut, wir brauchen da nichts, sondern wir müssen das hier haben. 100.000 verkaufen. Okay, wir müssen dafür auch gedockt sein, obwohl wir das nicht im Schiff haben. Aber naja, ist egal. Kriegen wir gerade auch noch hin, ne? Fliegen wir da mal hin. Was haben wir gesagt? Bei 12 müssen wir mal ausschalten, ne? Vielleicht bremst du dann passend ab. Gibt's ja auch einen Docking-Port irgendwo? Ja. Wann kommt der? Ab. Okay, 20 irgendwie oder so. So, dann Ressourcen handeln. Verkaufen. Jetzt haben wir da irgendwie 1,3 Millionen, oder? Ich habe gerade alles verkauft, was wir an Titan hatten. War vielleicht nicht die tolle Idee, oder? Verkaufen wir da noch 20. Ja, passt schon. Ach so. Ja, Handelsdock wieder auffliegen, anfliegen, ne? Wo ist es? Da. Fliegen wir da wieder hin und verkaufen und kaufen. Und dann kriegen wir hier auch mit denen eine gute Freundschaft und dann ist alles prima, oder? Macht das Sinn? Das ist die nächste Frage, ne? Thomas Steele wird es wissen. So, und stopp. Wo ist ein Dockingport? Nirgendwo, weil nicht ausgewählt. Fliegen wir dahin. Und andocken. Fertig. Güter handeln. Wer meckert hier was an? Eine Gruppe fremdartiger Schiffe ist erschienen. Okay, nicht schlimm. Jetzt schießen die auch schon rum.
Xotan oder was? Ja. Antikraftgeneratoren. Kaufen, verkaufen, okay. Maximum 245. Geht das? Na, wir können nur 15. Kaufen wir. Und verkaufen. 15. Haben wir denn Reputation oder sowas gekriegt? Warum kann ich das jetzt hier nicht sehen? An Station verkaufen. Was steht da jetzt? Du hast keinen Antigravgenerator zu verkaufen. Ach so, war leer wahrscheinlich, ne? So, jetzt noch mal das Ganze. Kaufen. Es fehlen. Okay, das heißt, wir können nur 14 kaufen. Oder auch nur 12. Kaufen wir gerade. Das hat nichts gebracht. Ich habe hier keine Dingenspunkte gekriegt fürs Fair oder Kaufen. Alles klar. Dann macht das keinen Sinn, ne? Aber warte, die Kiste noch verkaufen gerade. 12. Verkaufen. Alles ist gut. Okay, das hat nichts gebracht. Lassen wir das so. Damit muss man was anderes machen, dass das klappt. Das ist schade. So, jetzt müssen wir aber Ausrüstungsdock? Ja, ist hier auch. Gut, dann schauen wir mal gerade nach dem Ausrüstungsdock. Habe ich da schon geguckt? Weiß ich nicht. Da oben ist das irgendwo. Da. Jetzt habe ich's. F. Ausrüstung handeln. Geld haben wir jetzt 1 Million. Ja, Abwrack Geschützturm. Und das habe ich schon angeguckt, glaube ich, oder? Da war nichts bei. Da haben wir hier den Distanz gekauft. Genau so ist es. Okay, dann waren wir hier ja schon. Das bedeutet Karte und wir können leider nicht direkt dahin springen. Das bedeutet, wir müssen einen Zwischenstopp machen. Da oben müssen wir hinspringen. Dann machen wir das mal schnell, ne? Okay, und Jump. Sehr schön. Gut. Ein kleiner Zwischenstopp, um an das nächste Ausrüstungsdock zu kommen. Leider müssen wir dafür nochmal springen. Einmal schnell abkühlen. Fertig. Und laden. Geht auch schnell. Avorium wird da gut geerntet, ne? So. Jetzt sind wir da. Wo ist das Ausrüstungsdock? Dort. Ah, Quatsch. F. Ausrüstung handeln. Okay, Xanion, jetzt kaufen. Doppelkanonengeschützturm physisch. 383. Gut. Sollten wir, denke ich mal, tun. 80 weit weg. Wow. Okay, fliege ich dahin. Machen wir einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.